Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen gelösten Mordfall aus dem Jahr 2016. Am 10. August 2016 machten Arbeiter beim Mähen einer Rase einen grausigen Fund. In einem Regenrückhaltebecken entdeckten sie die Leiche einer Frau. Und so wie es aussah, wurde sie an diesem 10. August 2016 getötet und ihre Leiche am gleichen Tag dort abgelegt. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Falles in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 5. Oktober 2016 war nicht bekannt, um wen es sich bei der Leiche handelte. Deswegen wurden dann Fotos der aufgefundenen Leiche in der Aktenzeichen-Y-Sendung gezeigt. Diese werde ich jetzt hier nicht zeigen. Die aufgefundene Frau wurde wie folgt beschrieben: circa 40 bis 65 Jahre alt, 1,72 Meter groß, korpulent, braune Augen und graumelierte Haare. Rudi Zerne fragte nach Personen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Toten machen können. Er weist dann auch noch auf eine auffällige Tätowierung im Bereich des Nackens der Toten hin. Weiterhin geht man dann noch auf die Kleidung der Toten ein, auf der von der Spurensicherung viele Hundehaare festgestellt wurden, und zwar von zwei unterschiedlichen Hunden. Die Tote wurde im Stadtteil Niedereschbach nur ein paar Meter entfernt von der Züricher Straße gefunden. Weiterhin wurde noch gesagt, dass sich in der Nähe ein Kleingartenverein befindet. Das war die Darstellung des Studiofalls bei Anzeigens Y. Und bis diese Leiche dann identifiziert wurde, hat es 4 Jahre gedauert. Und warum es 4 Jahre gedauert hat, hat einen besonderen Grund, aber dazu komme ich später. Deswegen geht es mit den Informationen dann auch erst im Jahr 2020 weiter. Und dort heißt es in einem Artikel: Die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Nun sind neue Details bekannt. Die Leiche wurde am 10. August 2016 auf einer Grünfläche in Frankfurt-Niedereschbach bei der Züricher Straße gegenüber dem dortigen IKEA-Möbelhaus gefunden. Die Verstorbene ist Opfer eines Tötungsdeliktes, wie ein Polizeisprecher sagte. In den Fall kommt wieder Bewegung, denn nach intensiven Ermittlungsarbeiten ist nun der Name der Toten bekannt. Es handelt sich um Martina Gabriele Lange. Ihr Spitzname war Gabi. Frau Lange wurde 56 Jahre alt. Ihre letzte Anschrift war die Theodor-Thomas-Straße 9 in 60437 Frankfurt am Main. Und der letzte bekannte Aufenthaltsort der Toten war der Ben-Gurion-Ring in Frankfurt-Niedereschbach, unweit der Grünfläche, auf der später die Leiche gefunden wurde. Wie die Polizei weiter berichtete, soll Frau Lange zu Lebzeiten regelmäßig mit ihrem Hund Amos auf der Hundewiese im Frankfurter Nidderpark Gassi gegangen sein. Der Hund starb bereits im Jahr 2010. Doch auch danach soll Frau Lange noch mit anderen Hunden im Bereich des Ben-Gurion-Rings Gassi gegangen sein. Dann heißt es in einem weiteren Artikel, dass im Fall der toten Frau, die in einem Straßengraben in Frankfurt gefunden wurde, es neue Entwicklungen gibt. Denn mehrere Personen sollen an ihrem Tod beteiligt gewesen sein. Im Lauf der Ermittlungen konnte ein 23-jähriger Mann festgenommen werden. Oberstaatsanwalt Robert Lohr Hartmann sagte dazu: Wir müssten aber davon ausgehen, dass der Tatverdächtige allein nicht in der Lage war, den Leichnam dorthin zu bringen, wo er gefunden wurde. Und er war kein Einzeltäter. Und jetzt wurden 2 weitere Tatverdächtige festgenommen. Dort heißt es zum Update am 3.6.2020 um 15.24 Uhr. Wie nun auch die Polizei Frankfurt bestätigte, wurden im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der 56-jährigen Martina Gabriele Lang 2 weitere Tatverdächtige festgenommen. Donnerstagnachmittag dann der entscheidende Zugriff, wie es die Bild schreibt. Wie Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, nahm die Polizei am Mittag die 49-jährige Frankfurterin Manuela U. und ihren Sohn Patrick U., 25 Jahre alt, fest. Sie sollen mit dem 23-Jährigen für den Tod von Gabi Lange verantwortlich gewesen sein. Mittlerweile sind sich die Ermittler sicher: Sie wurde getötet, ein Unfall wird ausgeschlossen.
Die drei Tatverdächtigen befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Weiterhin heißt es in dem Artikel der Bild, noch ein Schritt sind die Beamten weiter. Nach Bildinformationen könnte Gabriele Lange beim Sex ums Leben gekommen sein. Lange und die Tatverdächtigen sollen eine intime Beziehung miteinander gehabt haben. Ein Ermittler zur Bild: In der Gruppe ging es lange Zeit um bizarre Sexpraktiken. Frau Lange soll unter anderem dem 23-Jährigen hörig gewesen sein. Einiges spricht nach Bildinfos dafür, dass die Frau beim Sex ums Leben kam und die Leiche danach verschwinden sollte. Als man die Leiche fand, trug sie T-Shirt, Jogginghose, Socken und Unterhose. Sie lag auf dem Bauch und der Unterleib war entblößt. Und dann heißt es, voraussichtlich im Frühjahr 2021 wird das vorerst letzte Kapitel in der traurigen Geschichte um die Tote vom IKEA-Parkplatz aufgeschlagen. Dann müssen sich drei Angeklagte, eine Mutter und ihre beiden Söhne, vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Der heute 50 Jahre alten Frau und ihrem inzwischen 25-jährigen Sohn wird Mord aus niederen Beweggründen vorgeworfen. Dem 24 Jahre alten zweiten Sohn Totschlag, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Im Frühsommer dieses Jahres hatten Ermittler den 24-Jährigen aus Bittelborn im Kreis Groß-Gerau festgenommen. Er stamme aus dem engeren Umfeld der Toten, hieß es seinerzeit. Auf die Spur gekommen war man ihm wegen einer DNA-Probe, die er wegen einer anderen Straftat abgeben musste. Sie stimmte mit Spuren überein, die an der Leiche von Gabi Lange gefunden worden waren. Kurz darauf kamen auch die Mutter und der ältere Bruder des Mannes in Untersuchungshaft. Bis heute schweigen beide zu den Vorwürfen. Was mit Gabi Lange vor ihrem Tod geschehen war, warum sie sich in ihren letzten Lebensjahren optisch derart verändert hatte, dass nicht einmal ihr Sohn sie auf einem Polizeifoto erkannt hatte, wird dennoch in der Hauptverhandlung zur Sprache kommen. Gabi Lange musste über Jahre hinweg ein Martyrium durchlitten haben, bis sie zumindest nach derzeitigen Erkenntnissen im August 2016 von der 50-Jährigen und ihrem älteren Sohn mit einer Plastiktüte erstickt worden sein soll. Mutter und Sohn sollen die Tüte dazu über den Kopf ihres Opfers gestülpt und mit beiden Händen zugezogen haben. Der heute 24 Jahre alte Angeklagte sei während der Tat dazugekommen und habe auf Geheiß seiner Mutter die Gegenwehr des Opfers unterbunden und bei der Tötung mitgewirkt. Grund für die Tat? Die 50 Jahre alte Angeklagte sei der Frau laut Staatsanwaltschaft überdrüssig geworden. Kennengelernt hatten sich Lange und ihre mutmaßliche spätere Mörderin um 2005 oder 2006 beim Ausführen ihrer Hunde. Kurz darauf habe sich laut Staatsanwaltschaft eine intime Beziehung zwischen den Frauen entwickelt. Die Angeklagte soll das Vertrauen ihres Opfers, das sich nach der Trennung vom Ehemann in einer Krise befand, gewonnen und es im Laufe der Zeit sukzessiv in eine persönliche und finanzielle Abhängigkeit gebracht haben. Obwohl Gabi Lange nach derzeitigen Erkenntnissen schon von 2009 an von der Frau körperlich attackiert worden sein soll, sei sie 2011 in deren Wohnung gezogen. Die hochmanipulative Angeklagte, sagte der Sprecher der Darmstädter Staatsanwaltschaft, habe die ihr hörige Frau Lange daraufhin von deren familiärem und sozialem Umfeld isoliert. Sie soll hauptsächlich in der Küche gelebt haben und sei dort auch stundenweise eingesperrt worden. Nur zu Toilettengängen habe sie herausgedurft. Außerdem soll das Opfer von den Angeklagten geradezu gemästet worden sein. Körperpflege dagegen sei untersagt worden. Die einst gepflegte Frau mit den dunklen, schulterlangen Haaren muss sich über Jahre hinweg in eine stark übergewichtige Person gewandelt haben, die sich nicht regelmäßig waschen, Zähne putzen und ihre Haare färben konnte. Das wird einer der Gründe dafür gewesen sein, warum niemand Gabi Lange auf dem Leichenfoto erkannt hat. Bis zu ihrem Tod soll die Frau laut Staatsanwaltschaft zudem sexuellen Demütigungen und teilweise massiven physischen und psychischen Misshandlungen durch die Angeklagte ausgesetzt gewesen sein. Wann genau sich das Trio, das für die Qualen der Frau verantwortlich sein soll, vor Gericht verantworten muss, ist noch offen.
Zuständig für das Verfahren wird eine Jugendkammer sein, da der jüngste Angeklagte zur Tatzeit noch als Heranwachsender galt. Eine Jugendkammer kann im selben Verfahren sowohl gegen Erwachsene als auch gegen heranwachsende Angeklagte verhandeln. Voraussetzung ist, dass die angeklagten Taten sämtlicher Beteiligter in Zusammenhang stehen. Auf das Strafmaß für erwachsene Angeklagte hat das Verfahren vor einer Jugendkammer keinen Einfluss. Man fand damals DNA-Spuren unter den gesicherten Fingernägeln der unbekannten Toten und diese konnten dann mit neuen Mitteln ausgelesen werden und führten zu dem jetzt 24-Jährigen aus Bittelborn. Der war als kleiner Eierdieb vorbestraft und in der DNA-Kartei des Landeskriminalamtes vermerkt. So kam man dann auf die Spur der jetzt 50-Jährigen und ihres Sohnes mit einer kleinen Wohnung im Frankfurter Henri-Dunant-Ring. Dort lebte etwa seit 2011 auch die unbekannte Tote, also Gabriele Lang. Nachbarn hatten sie auf den Ermittlungsfotos nicht erkannt. Selbst ihre Schwester und auch ihre Kinder erkannten die zum Zeitpunkt ihres Todes unbotmäßig fette Frau nicht. Jetzt bitte keine Kommentare, weil ich unbotmäßig fette Frau gesagt habe. Die stand so in dem Artikel drin und ich habe es übernommen, weil es einfach verdeutlichen soll, dass die Frau in diesem Zeitraum, wo sie bei dieser 50-jährigen Frau war, einfach extremst zugenommen hat. Okay, machen wir weiter mit dem Fall. Ich habe ja bei meiner Recherche auch die Verhandlungsfotos gesehen, und zwar die Leichenfotos, die damals gemacht wurden. Diese haben meiner Meinung nach auch rein gar nichts mit dem vorherigen Aussehen von Gabi Lange zu tun. Und ich kann schon verstehen, dass sie niemand auf diesen Fotos wiedererkannt hat. Und als Zeugin sagte dann die Schwester von Gabriele Lang vor Gericht aus. Die Tote sei zu Lebzeiten eine sehr gepflegte, schlanke Frau gewesen. Sie habe sehr auf sich geachtet. Als sich ihr Mann von ihr getrennt habe, sei sie in eine tiefe Krise geraten. Ihr Leben lief aus dem Ruder, bekundete die Zeugin. Danach habe ihre Schwester eine Freundin kennengelernt, sagte sie weiter. Diese, die jetzige Angeklagte, habe schnell die komplette Kontrolle über ihre Schwester übernommen. Ihre Kontokarte einkassiert, ihr Handy stillgelegt und sogar von der Zeugin Geld für einen Autounfall gefordert. Das Auto der 50-Jährigen sei dabei stark beschädigt worden. Die Schwester habe natürlich nicht gezahlt und von dem Tag an ihre Schwester nicht mehr sprechen können. Den Todestag der 56-Jährigen ermittelten die Kripo-Beamten mit Hilfe der Gerichtsmedizin und Aussagen des 24-Jährigen als den 9. August 2016. Das Opfer sei, so die Zeugenaussage des 26-jährigen Sohnes der Altenpflegerin, auf deren Befehl hin von allen in der Wohnung verprügelt worden. Er sprach von windelweich geschlagen, wie eigentlich tätlich. Unfassbar auch, was dann passierte. Dann habe er ihr eine Plastiktüte von Penny über den Kopf gestülpt und zugezogen. Die erste Tüte habe das Opfer zerreißen können. Dann habe er auf Befehl der Mutter eine zweite geholt und zugedrückt, bis sie nicht mehr gezappelt hat. Die Leiche habe man später gemeinsam unter Aufsicht der Mutter an einem Regenrückhaltebecken zwischen einer Kleingartenanlage und dem IKEA-Parkplatz der Filiale in Frankfurt-Niederesbach einfach aus dem Auto gezerrt und hingeworfen. Und dann gab es natürlich noch das Urteil. Die beiden Hauptangeklagten, Mutter und Sohn, erhielten eine lebenslange Haftstrafe. Für die Mutter hat das Landgericht Darmstadt die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Was bedeutet, dass eine Haftentlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Zusammen mit ihrem 26 Jahre alten Sohn Patrick U. ist die 50 Jahre alte Manuela U. nach Überzeugung der Richter für den Tod der 55 Jahre alten Gabriele Lange im Jahr 2016 verantwortlich. Bis zu ihrem Tod war sie Mitbewohnerin im Apartment von Manuela U. am Ben-Gurion-Ring in Frankfurt gewesen. Die Frau wurde nach Feststellung der Richter in der Wohnung mit einer Plastiktüte erstickt. Die Mutter hatte die Kommandogewalt und wollte den Tod des Opfers, weil sie die Mitbewohnerin loswerden wollte, wie der Vorsitzende der Richter in der Urteilsbegründung sagte. Der Sohn sei Vollstrecker ihres Todesurteils gewesen.
Ein Mittäter, der 24 Jahre alte Dennis L., damals ebenfalls Mitbewohner, erhielt eine Haftstrafe von 3,5 Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge, weil er das Opfer festgehalten hatte. Die Leiche von Gabriele Lange war 2016 in einem Graben in der Nähe der IKEA-Filiale im Frankfurter Norden gefunden worden. Zunächst war nicht bekannt, um wen es sich handelte. Die Familie U. kam schon 2 Monate nach dem Leichenfund durch den Hinweis eines Zeugen ins Visier der Ermittler, wie der Vorsitzende berichtete. Damals haben Manuela U. eine Räuberpistole erzählt und behauptet, sie habe ihre Mitbewohnerin schon lange nicht mehr gesehen. Diese habe einen neuen Freund gefunden, der gewalttätig sei. Im Jahr 2019 sei der Verdacht abermals auf Manuela U. und ihren Sohn gefallen, als die Ermittler mithilfe einer DNA-Spur von Dennis L. aus einer anderen Straftat eine Verbindung zwischen ihm und der Toten aus Frankfurt hätten herstellen können. Ausführlich sprach der Richter über die Vorgeschichte der Tat und die Persönlichkeit von Manuela U., die sadistische Züge aufweise. In ihrer Wohnung habe sie ein Regime aufgebaut und über ihren Sohn, wechselnde Lebensgefährten und Mitbewohner geherrscht. Kern ihres Systems sei, dass die Frau vulnerable Persönlichkeiten, Menschen in einer schwierigen Lebensphase, eingefangen und manipuliert habe. Beim Spazierengehen habe die Haupttäterin ihr späteres Opfer kennengelernt. Gabriele Lange habe sich nach einer Trennung und dem Verlust der Arbeitsstelle in einer schwierigen Lage befunden. Die Angeklagte habe die Frau immer mehr vereinnahmt und von ihrer Familie isoliert. Nach dem Einzug bei Manuela U. sei die Dreizimmerwohnung für sie schlimmer als das schlimmste Gefängnis gewesen. Ohne Einkommen und Kontakt zu anderen Menschen sei Gabriele Lange völlig von Manuela U. abhängig gewesen. Jahrelang sei sie von ihr und ihrem Sohn gedemütigt, misshandelt und als Putzfrau missbraucht worden, bis man sie habe loswerden wollen. So, das war der Fall von Gabriele Lange. Viele werden ihn vielleicht von euch kennen unter dem Titel Die Leiche vom IKEA-Parkplatz. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!